Jetzt macht E.ON auf ein Thema aufmerksam, was ich echt spannend finde, nämlich Energieverbrauch durch Internetnutzung. Wie viele Rechenzentren es gibt, wie viele Server, das kostet immens viel Strom. Also da muss dann auch irgendwie was ändern können, oder? Ich habe mir Gedanken gemacht und habe mir überlegt, dass ich morgen zuliebe des Klimas einen Tag offline gehen werde. Ich ab morgen für unbestimmte Zeit erstmal eine Pause machen will. Don't click, don't watch, don't post. Darum setze ich jetzt ein Zeichen. Ich bin raus. Stopp, kein Internet ist auch keine Lösung. Das wissen wir, aber es wird Zeit, dass wir zum Thema machen, wie viel Energie täglich durch das Internet verbraucht wird. Wir brauchen das Internet, na klar, aber wir wollen, dass es grüner wird. Wäre das Internet ein Land, es wäre der sechstgrößte Stromverbraucher auf unserem Planeten. 80% davon entfallen auf Videostreaming. Video on Demand allein erzeugt dabei so viel Treibhausgas wie ganz Chile. Das sind mehr als 100 Millionen Megatonnen. Um hierfür mal ein Beispiel zu geben, wer 10 Minuten lang ein Video in HD aus der Cloud streamt, verbraucht dabei genauso viel Energie wie ein Backofen, der 5 Minuten volle Leistung läuft. Streamen, posten, liken, all das kostet Energie. Man denkt gar nicht so richtig drüber nach, aber eigentlich ist es doch logisch, denn irgendwie muss das Internet ja betrieben werden. Digitale Technologien sind derzeit für 4% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das ist mehr als der internationale Flugverkehr verursacht. Das muss man sich erstmal vor Augen führen. Eine normale Website verbraucht 5 Gramm CO2 für jeden Seitenaufruf. Bei einer gut besuchten Website sind das 500 Kilogramm CO2 im Jahr. Don't click, don't watch, don't post, das sind keine Lösungen. Grünes Internet schon. Wir alle müssen das Thema präsenter machen und all denjenigen, die die Strukturen schaffen, zeigen, dass wir ein grünes Internet möchten. Um das Internet grüner zu machen, helfen wir bereits heute Rechenzentren, die Energiebilanz zu verbessern. Wir liefern die grüne Energie, wir optimieren den Energieverbrauch und wir nutzen sogar die Abwärme. Also macht es zum Thema und werdet lauter. Macht es zum Thema, werdet lauter. Macht es zum Thema, werdet lauter. Gemeinsam für ein grüneres Internet.